Nachbar. Morgen. Der Boss war da. Sie haben das Auge fürs Offensichtliche. Ich wollte das Paket. Seit wann sind Sie denn wieder zu Hause? Heute Morgen entlassen. Was haben Sie denn da bestellt? Das geht Sie doch nichts an. Was verbergen Sie, Herr Nachbar? Meine Nerven. Herr Nachbar? Au! Willst du? Sorry. Sorry. Guck doch! Achtung, zerbrechlich! Ja. Ja. Ich bin Hermann, dein neues Gewissen. Jasper, freut mich. Veganismus, politische Korrektheit, Verpackungsmüll. Die moderne Welt stellt unsere Verpackungsmüll. Und das da? Auch das. Das ist essbar. Was hast du da? Das stimmt. So eine Krankensitz, die ich gerne in der Nachtschicht erlebt hätte. Verstehst, was ich meine? Plump, Jasper. Plump. Hi, Sina. Es wird heute Abend geklaut, oder? Cool. Denkst du dir richtig ein, was? Anscheinend. Muss eine Hammerbraut sein, deine Krankenschwester. Sehe ich so oberflächlich aus? Du stellst dir gerade nackt vor. Ja, Sina ist heiß. Gib mir mal die Feuchtigkeitscreme. Mikroplastik, Palmöl oder Polyethylenglykol? Egal. Die Umwelt geht dir also am Arsch vorbei. Du stellst dir gerade ihren Arsch vor. Hm? Was soll ich deiner Meinung nach machen? Vernünftig einkaufen und ein bisschen mehr Respekt. Ja, nerv nicht. Du wolltest ein Gewissen. Ich brauche eins. Kommt doch selber raus. Nein. Wie? Du sollst mir bloß helfen, diese Frau klar zu machen. So viel zum Respekt. Mit dem Auto? Die 700 Meter? Ich bin spät dran. Ist der Klimaschutz auch. Was Sina wohl darüber denkt? Gut mitgedacht. Da fährt mein Gewissen. Naja. Verdammt! Brennnesseln! Nicht schlecht, was? Na, für die Raupen vom Kohlweißling. Ach. Sicher, dass ihr gut zusammenpasst? Ja. Sina ist heiß. Ach so, na dann klingel mal. Glaubst du, dass sie dich auch heiß findet? Keine Ahnung. Aber muss sie ja, wenn sie mich daten will. Naja, vielleicht mag sie ja dein Intellekt oder dein Charakter. Vergiss es. Ey, auf den Sina nackt vorzustellen, nerv nicht! Das kann ja was werden. Nerv nicht! Völlig außerhalb deiner Liga. Hi, Sina. Hi, Jasper. Wie geht's deinem Arm? Gut, und deinem? Gut, danke. Du siehst gut aus. Ich weiß. Du bist zu Fuß? Klar, ich habe kein Auto. Und auch kein Fernseher. Und du siehst gut aus. Und deine Brennnesseln sind auch super schön. Ich bin auch voll für die Rettung von den Kohlweißlingen. Wollen wir? Ja. Los. Alles klar? Die kochen gut hier. Bio? Ja, nein. Aber aus lokalem Anbau. Sicher? Ja. Wie? Ich kenne den Chef. Ich kenne den Chef. Und was darf sein? Einmal den Saisonsalat, bitte. Den Salat? Den Saisonsalat. Schon klar. Und bei dir? Ich nehme 300 Gramm medium gebratenes Möhren. 300 Gramm halbgare Möhren. Ich bin Veganer. Wie lange lebst du schon vegan? Hör auf mit den Lügen. Na, ich habe schon am Möhren geknabbert, bevor das ganze Vegan-Ding so trendy wurde. Jasper, du hörst auf der Stelle auf, dir Sina ein Bett vorzustellen, klärst das mit den Lügen und entschuldigst dich bei ihr, sonst bin ich weg. Nerv nicht. Trinken oder nicht trinken? Alkohol bekommt uns nicht, aber ist Orangensaft. Hat halt Vitamin C. Verarscht uns nicht. Die Frau Kollegin. Ich sehe dich ja mehr als Konkurrenz. Aber... Ich lass euch auffliegen. Die beiden mögen sich. Ist schon klar. Das ist schön heute. Mhm. Stimmt. Magst du noch was? Mhm. Kommst du am Freitag auch zu Maries Party? Wir können zusammenfahren. Sina mag dich, aber ihr Gewissen lässt sich gleich auffliegen. Reiß dich zusammen, mach den Mund wieder zu und sag ihr die Wahrheit. Ist besser, als dass sie selber rausfindet. Der Typ lügt dich an. Also Sina, zusammenreißen und nachdenken. Frag ihn nach. 300 Gramm halbgegarte Möhren? 300 Gramm Möhren, lokaler Anbau, du kennst den Chef. Ein bisschen dicke, da kommen sie doch selber drauf. Was denn das in deinem Salat? Ein Avocado? Die besten aus Peru. Ich will nicht lange stören. Ich möchte nur den Möhrenmann an Tisch 12 einmal kennenlernen.
Hi. Einen guten Appetit wünsche ich noch. Dankeschön. Jasper, warte! Du darfst mich nicht zurückschicken, noch eine Retour und ich werde ausgemustert. Das brauche ich ein Gewissen, das gegen mich arbeitet und mein Date manipuliert. Wenn du nicht gelogen hättest. Auf dem Retourenschein kreuze ich nicht zufrieden an. Ich konnte nichts dafür, Cynthia. Cynthia? Sie in das Gewissen, sie hatte dich... Dann nerv nicht! Ausgemustert heißt einfach weg. Tot. Du würdest also alles tun, dass ich dich nicht wegschicke? Was haben Sie vor, Herr Nachbar? Gut, wir haben ein Deal. Geht doch. Lass uns einen Plan schmieden. Schmieden? Wie bitte? Schmieden, ein Plan schmieden, ist nicht so wichtig. Ich glaube, Sina mag dich. Ja, nur Cynthia weiß das nicht. Hä? Maries Geburtstag. Da will sie hin. Deine Chance. Es haben ca. 50 Leute in der WhatsApp-Gruppe zugesagt. Bei einem 40 Quadratmeter Garten. Genug Trubel, um Cynthia von Sina zu trennen. Nur wie? Whisky. Alkohol bekommt uns gar nicht gut. Nur wie führt man ein Gewissen ab? Ey! Schnell, Leute, das ist doch viel zu schade. Lebensmittelverschwendung. Cynthia! Cynthia! Ich kann das hier nicht wegschütten. Lebensmittelverschwendung. Hast du's? Hier ist es. Ich glaube, das funktioniert. Hey, Sina. Ich weiß, das war bescheuert mit dem Lügen. Und das hast du nicht verdient. Und ich habe dich nicht verdient. Also? Ich bin bereit. Du machst mich zu einem besseren Menschen und wenn ich als Date... Und sie ist als Projekt. Trägst du das, um mich zu beeindrucken? Auch. Und was stellen wir jetzt an? Abgefüllt. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Wieso zerstörst du alles, wofür wir stehen? Deal ist Deal. Wie auch immer, ich muss sie da rausholen. Nein, bitte. Jasper. Sina. Ich sollte nicht. Was macht das denn für einen Eindruck, die erste Nacht schon Sex? Was? Ich dachte, wir spielen nackt mit dem Sagerland. Mach den Kopf aus. Jasper? Ja, Sina? Es geht nur um die eine Nacht. Keine Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Probieren wir es aus. Jasper? Was ist? Ich will dich. Nein, willst du nicht! Was ist los? Tut mir leid, Jasper. Wir waren so kurz davor. So kurz! Ich regel das. Ja, ich hoffe das. Cynthia! Nein, Hermann, nein! Cynthia, hast du Alkohol getrunken? Hermann hat mich abgefüllt. Ja. Wer? Jaspers Gewissen! Ich dachte, er hätte keins. Ja, kein sehr gutes. Also eher ein schlechtes Gewissen. Sina, was machst du denn da? Ich mach den Kopf aus. Ich kann auch nicht immer perfekt sein. Das musst du auch nicht. Aber das wirst du bereuen. Jasper, jetzt nicht. Weißt du was? Dann nicht. Wie schwer kann es denn sein, dich ins Bett zu kriegen? Gut, ist besser so. Ja. Ich wollte sowieso nicht. Und dann brauche ich auch deine nervige Visage nicht mehr zu sehen. Der Deal ist geplatzt. Nervige Visage? Er spricht mit Hermann. Ach so, und was für ein Deal? Jasper will mich zurückschicken, wenn ihr beide nicht im Bett landet. Jasper schickt Hermann zurück, wenn ihr beide nicht im Bett landet. Also müsste ich jetzt mit Jasper schlafen, um Hermann zu retten. Ja, ich denke, das geht als gute Tat durch. Mitleidsex? Na gut. Lassen Sie die Frau, Herr Nachbar! Norbert! Ich durchschaue Sie. Das Paket, die Treffen in der Nacht und jetzt die Entführung. Sie handeln mit Menschen, stimmt es? Und die verschicke ich mit der Post. Das glaubst du nicht echt, oder?
Können wir nicht diese Diskussion einfach auf später verschieben? Wir retten hier gerade ein Gewissen. Sie verbringen Schäferstündchen. Sag ich doch. Ja, dann. Bitte. Irgendwie nicht mehr so geil jetzt. Nee, oder? Kannst du Hammer nicht einfach ohne Sex behalten? Wieso? Der nervt nur. Verdammt. Tja, Sina hat alles gegeben. Kann man nichts machen. Ich dachte, wir wären jetzt Freunde. Ein richtiges Team. Jasper und Hermann, gewissenhaft bis ans Ende. Das wär's gewesen. Aber Freunde reklamieren einander nicht. Er wird's nicht mehr verstehen. Hermann, Mann, ich war so blöd. Ich brauch Sina gar nicht. Ich will die da.